And we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down. Wir sind jetzt da. Wir sind jetzt da. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog. Genau, Willi muss jetzt zum Tierarzt. Wir stehen völlig unter Strom. Wieso, weshalb, warum? Das erzähle ich euch gleich mal in Ruhe. Aber es geht am Montagmorgen hier schon richtig rund, würde ich mal behaupten. Trotz allem wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei unserem Video und würde mal sagen, schnell rein in die Praxis. Schatzilein, hast du keinen Hunger? Soll ich dir mal was geben, wenigstens versuchen? Ja? Ja, komm mal her. Ja, das hört sich doch gut an, mein Schatz. Komm mal her. Ja, ist ja gut. Das macht hungrig, ne? Und schnurren tust du auch schon wieder. Klasse, Baby. Ja, Engel, ist alles total doof, ne? Er sieht übrigens so schmalzig aus, weil er Kokosöl überall hat, ne? Schatzi? Aber du schnurrst, das ist doch toll. Hm, Baby? Ja, Schatzi. Wer hat dir das angetan, hm? Das ist einmal komplett durch, also oben und unten wieder raus. Und deswegen ist es am besten, wenn er sich jetzt irgendwo mal hinlegt. Weil das ganze Blut verlierst du jetzt hier, mein Schatz. Soll ich dir mal die Tür aufmachen, dass du nach oben zu deinem Körbchen kannst, Hadje? Ja, ne? Mama, wischt mal einmal das sauber, mein Schatz. Alles wird gut, Engelchen. Hm? Leg dich mal hin und ruh dich aus, Mosezahn. Bist du süß, mein Schatz? Macht ihr Picknick? Ja. Einen Ausflug? Und, ja, aber die Freunde kommen noch. Aber sie. Ach, ihr erwartet noch Freunde? Ja. Seid ihr die Ersten quasi? Ja, und sie muffeln gerade ganz schnell das Essen, weil sonst kommen die zu. Und, deshalb und die dürfen nichts abhaben? Nein, doch, ja, aber sie haben so einen Bärenhunger. Ein Bärenhunger? Na, dann esst mal in Ruhe. Willst du nicht in deine Schlafmurmel? Willst hier bei uns bleiben, Schatzi? Dann schlaf dich mal schön aus, mein Schatz. Das ist wichtig, ne? So, wir sind jetzt auch wieder zu Hause, ungefähr seit 20 Minuten oder so. Und ich bin auch jetzt total beruhigt und auch viel entspannter. Ich stand so unter Strom und ich glaube, alle Haustierbesitzer da draußen können das sowas von nachvollziehen, wenn es unseren Kindern einfach nicht gut geht. Ja, Tiere sind Familienmitglieder und ja... Ihr könnt es ja schon quasi an mir sehen. Es ist alles in Ordnung soweit. Das ging los am Samstag. Jetzt kann ich euch das mal ganz kurz erzählen. Abends nach DSDS kommt doch diese komische Sendung hier Stars im Spiegel oder so. Und dann kam Willi rein. Und ich kann euch nur eins sagen. Unser kleiner Willi ist eigentlich mehr unser Terrassenlöwe, so nennen wir ihn. Weil er grundsätzlich, er ist auch ein Draußenkater, aber immer in unmittelbarer Umgebung von unserem Grundstück bleibt. Und das ist halt total niedlich, weil er auch der einzige ist von unseren Katzen. Sie sind alles Draußengänger, der nachts grundsätzlich immer reinkommt, weil ihm das dann doch nicht geheuer ist. Deswegen war ja auch damals das Drama so groß, als er ja spurlos verschwunden ist. Da haben ja auch ganz, ganz viele mitgefiebert und ja Tränchen vergossen. Wer uns so lange verfolgt, man hat ja irgendwie dann auch so diese Bindung. Und das fand ich auch so entzückend von euch. Und das war auch ganz, ganz schlimm. Aber Happy End, das nur an dieser Stelle. Ich kann euch das hier oben nochmal verlinken. Und als Ralf ihn dann reingelassen hat, habe ich schon gesehen, dass er so ein bisschen humpelt. Dann hat er sich bei Kalle ins Körbchen gelegt, schaute mich dann so an und mauzte mich dann auch so an. Und dann habe ich halt gesagt, Willi, was ist los? Komm mal her. Und dann kam und dann habe ich halt richtig gesehen, dass er humpelt. Habe ich gedacht, oh nein, bitte nicht, was ist da los? Er sprang aber noch auf die Couch. Ich habe mir dann die Füße angeguckt. War alles in Ordnung. Also es war nichts Erkennbares. Und manchmal, ja, vertreten die sich dann oder springen irgendwo runter. Kann immer mal vorkommen. Und dann habe ich ihn noch gestreichelt. Dann bin ich, ja, ins Bett. Und am Sonntag ist mir aufgefallen, dass er kaum isst. Was meistens schon so ein Indiz ist, dass irgendwie dann doch was Schwerfälligeres ist. Also wenn die Tiere dann nicht so richtig essen, was ihre eigentliche Lieblingsbeschäftigung am Tag ist, dann ist dann schon irgendwas im Busch.
und habe dann festgestellt, als ich ihn am Bauch gestreichelt habe, wie so ein gefüllter Wasserballon. Und da habe ich wirklich Panik gekriegt. Und dann hat Oma auch nochmal geguckt und die sagte, das ist, wir haben ja wirklich schon Jahre Katzen. Sie hat gesagt, das ist hundertprozentig eine Quetschung oder wie so ein Bluterguss. Und am Fuß war immer noch nicht zu sehen. Und er war trotzdem fit. Also der Herr wollte auch schon wieder raus, ne? Aber nicht bei uns. Und habe ich gesagt, gehen wir jetzt in die Klinik oder morgen zum Tierarzt. Und Omi meinte, also würde es ihm richtig schlecht gehen, dann würde man das merken. Und das ist auch wirklich so. Und ich glaube, wer Katzen oder Tiere hat, kann das am besten abschätzen und rauskristallisieren, wie schlimm eine Situation ist, um eben zum Tierarzt nächsten Tag zu fahren oder direkt in die Klinik. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst und mich da nicht jetzt falsch versteht. Wir haben schon immer und werden es immer tun, alles für unsere Tiere getan und man hat es einfach im Gefühl. Das ist genauso wie, wenn das normale Kind, das Menschenkind nur erkältet ist oder irgendwas im Busch ist, dass es reicht, am nächsten Tag zum Arzt zu gehen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall, ich konnte irgendwie trotzdem nicht schlafen und das beunruhigt einen und heute Morgen, deswegen sah ich auch eben so aus, wie ich aussah, das allererste kurz ein Brot reingeschoben und alle Mann dann zum Tierarzt, weil ich dann gesehen habe, wie dick sein Fuß geworden ist, Leute. Also die Katzenpfote, ich habe gedacht, die explodiert gleich, die sah ganz, ganz komisch aus und da habe ich das erste Mal auch gesehen, dass da so ein, ja wie so ein Biss oder Schnitt, es war auf jeden Fall eine Wunde und dann sind wir halt hin und als sie ihn dann aus dem Korb geholt hat, die Tierärztin, ging es unten schon auf und dann kam da, boah, ich hoffe, ihr esst gerade nicht, richtig viel Eiter raus und Blut und dann hat sie oben die Wunde aufgemacht, also ihr konntet quasi so ein Stäbchen da durchstechen, also es war komplett durch. Und dann hat sie so ein bisschen raufgedrückt und das rausgeholt, was natürlich auch gut ist. Dann hat er eine Antibiotikumsspritze bekommen und ich noch eine Salbe mit. Und das war wirklich eine Quetschung, so wie Oma gesagt hat. Ja. Deswegen toi, toi, toi. Wir müssen ja 2-3 Mal am Tag das ganze Jahr lecker aufmachen und auch Zeug da rausholen. Aber wenn man Tiere hat, muss man da durch. Ich bin einfach nur froh, dass es dem Dicken jetzt gut geht, dass er sich ausruht und dass alles gut ist. Wir haben jetzt 11:45 und ich habe mir einmal die Zutaten für unser Mittagessen zurechtgelegt. Wir haben diese Woche ja wieder HelloFresh und da gibt es bei uns blitzschnelle Pasta nach Carbonara-Art mit Brokkoli, Kirschtomaten und Bacon. Und ich finde, das sieht wirklich ultra lecker aus. Kategorie Easy Alltag. Und dafür brauchen wir einmal frische Linguini, dann dazu natürlich die Kirschtomaten, Parmesan, Kartoffelstärke, Gemüsebrühe, Bacon und Brokkoli. Und zu guter Letzt die Sahne. Oma, Heidi und ich wollten am liebsten gestern, also am Sonntag, das Ganze schon essen. Aber wir haben uns dann doch für den Burger entschieden, den Mozzarella-Burger, der unwiderstehlich Schmackikowski war. Also wirklich bueno, delicious, deluxe. Gibt's nächstes Wochenende gleich direkt nochmal. So lecker war das. Wir haben uns gegen die Carbonara entschieden, weil den Burger, den kann Ralf wohl schlecht nach der Arbeit essen. Das muss man schon frisch essen mit dem Brötchen. Und deswegen werden wir es uns heute schmecken lassen. Vor allem braucht das Ganze nur 25 Minuten. Perfekt, weil wir müssen ja auch noch einmal zum Kinderturnen. Ich muss noch Geburtstagsgeschenke einpacken. Und ich wollte mit Hele eigentlich nochmal in den Schuhladen nach Hausschuhen gucken, denn die ist überall schon wieder rausgewachsen. Ist also alles total passend von der Zeit her. Und wir wollen auch noch an die frische Luft, denn wir haben die ganze Woche Sonnenschein. Deswegen muss ich das Rollo auch erstmal runter machen. Und ich muss auch wirklich gestehen, ich habe riesen Kohldampf. Nach dem ganzen Heckmeck heute Morgen und diese innere Unruhe habe ich auch irgendwie nur 1-2 Knäckebrot gegessen, schon frühst. Und deswegen wird es Zeit für mich und Krümelchen, dass wir was zwischen die Kiemen kriegen. Als allererstes habe ich natürlich das Gemüse abgewaschen. Das ist auch ein Selbstläufer. Was ist das? Los? Ist mein Part. Jetzt kommt Oma gerade. Ich wollte dich überraschen. Ja, Omi war gerade beim Arzt. Genau, also Fleisch, Obst, Gemüse, was auch immer an Zutaten vorhanden ist, ich wasche es immer als allererstes ab. Dann als ersten Schritt sollen wir Wasser erhitzen, in einen großen Topf geben und salzen und das Ganze zum Köcheln bringen. Als nächstes sollte der Hartkäse halbiert werden, in den Mixtopf gelegt und jetzt muss er 10 Sekunden Stufe 10 zerkleinert werden. 10 Sekunden um. Und das Ganze dann in eine kleine Schüssel umfüllen. Als nächstes den Bacon in dünne Streifen schneiden. In den Mixtopf geben und das Ganze jetzt 4 Minuten, 120 Grad, ganz wichtig, Linkslauf, Stufe 1 dünsten. Währenddessen soll man jetzt den Brokkoli in mundgerechte Stücke schneiden oder brechen. Ich bin mehr der Schneidetyp.
Okay, oder der Brechtyp. Ja, mein Schatz. Bacon ist fertig. Jetzt kommt dazu einmal die Sahne, die Gemüsebrühe, Salz nach Geschmack und dann für 6 Minuten 98 Grad Stufe 1,5. Wichtig, Linkslauf. Einmal schön kochen lassen. Dann 100 Milliliter Wasser in eine kleine Schüssel füllen. Ich habe jetzt das Glas genommen und dann kommt die Kartoffelstärke dazu. Und dann wird das Ganze schön verrührt. Dann die Pasta und anschließend die Brokkoli-Röschen ins kochende Wasser geben. Und das Ganze dann 4 bis 5 Minuten bissfest kochen. Währenddessen die Kirschtomaten halbieren. 6 Minuten sind drum und jetzt soll ich als nächstes nochmals die Kartoffelstärke und das Wasser umrühren. Das Ganze nochmal für 3 Minuten, 98 Grad, Stufe 3 und Linkslauf eingeben und die Mischung von der Kartoffelstärke und dem Wasser oben einmal zugeben. Messbecher wieder drauf und zu Ende köcheln lassen. Pasta und Brokkoli habe ich jetzt einmal abgegossen und in einen größeren Topf jetzt gepackt. Das hätte sonst nicht gereicht. Und jetzt soll einfach die Hälfte des Hartkäses da so rüber gestreut werden. Und dann die Sahnesoße einfach drüber gießen und schön vermengen. Super machst du das. Wenn ihr das nämlich dann serviert habt, einfach nur noch die Tomaten drauf. So? Vielen Dank, Engel. Das reicht mir. Danke dir. Und ein bisschen von der anderen Hälfte des Hartkäses. Und es sieht so unfassbar lecker aus, Leute. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Omi ist schon am Futtern und ich werde jetzt auch richtig reinhauen. Ich auch. Super, mein Schatz. Leute, ein Gedicht. Es ist ein Gedicht. Genau. Lecker. Super. Und ganz oft stand jetzt, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt, weil das bei uns schon so drin ist, dass man eben geschmacklich Salz und Pfeffer zugibt. Aber den Pfeffer lassen wir grundsätzlich weg, weil wir halt meistens direkt auf dem Teller nochmal nachwürzen, weil Motte halt immer mit ist und deswegen bon appetit. So, wir haben eben zu Hause Siesta gehalten und jetzt sind wir in den Garten alle Mann gefahren. Omi hat hier schon vorbereitet. Ich stehe momentan voll auf Pfefferminztee. Omi hat die herbste Mischung ever of the world. Chai Latte mit Kaminabend. Oh, schmeckt der Chai ein bisschen nach Amaretto. Und Motti hat einen Apfelstrudel gekriegt. Und was hat dir eben die nette Verkäuferin gegeben, Motte? Cool. Und wir haben hier wieder unsere heißgeliebten Berliner. Ich glaube, ich hole uns aber noch mal ein Tellerchen, ne? Das ist doch viel einfacher, wenn wir einen Teller haben. Ich wollte dir eine Rumkugel mitbringen. Hätte ich auch gegessen, ja. Ja, aber hatten die leider nicht mehr. Deswegen kannst du davon unbedingt mal... Nee, da war echt alles schon wieder weg. Neuerdings ist alles ausverkauft, wenn ich da hinkomme. Guten. 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 Das schmeckt eine Motti. Huch. Jetzt versteckt sie das, damit er nicht mehr gegen den Tisch kommt. Wir sind jetzt im Garten angekommen. Ja, Kanalchefin, wiederhol dich nicht immer. Wie? So eine Ulknudel. Aber Hayley hat recht. Wir haben unsere Berliner jetzt schön wegschnabuliert. Trinken noch den Tee zu Ende und dann geht es auch gleich wieder zum Sport. Und noch besser war heute wirklich das Mittagessen. Es war eine Wucht. Kommt auf jeden Fall in den Ordner, dass wir es wieder nachkochen. Es war unglaublich. Und auch euer Feedback ist wirklich grandios. Auch auf Insta-Story, die Nachrichten, die mich erreichen, diesbezüglich sehr, sehr lieb von euch. Deswegen, ich packe euch den Rabattcode definitiv unten in die Infobox und auch die Links dazu. 50% könnt ihr sparen. Probiert es auf jeden Fall mal aus, wenn ihr schon immer damit geliebäugelt habt. Denn es ist das auf jeden Fall wert, jetzt zu machen. Das Ganze ist bis zum 31.05. glaube ich noch gültig. Ihr könnt bei Insta-Story in den Highlights bei mir auch nochmal gucken. Da habe ich so Fragen beantwortet, die immer aufkamen, wie das mit der Rezeptauswahl ist, ob man ein Dauerabo hat, ob man das direkt kündigen kann und so weiter und so fort. Und auch, wie man die Bestellungen alles macht. Also es ist total simpel, das ganze System. Könnt ihr natürlich aber auch auf hellofresh.de alles selber nachlesen unter der Kategorie So funktioniert's oder häufig gestellte Fragen. Da könnt ihr alles nochmal in Ruhe nachlesen. Sorry übrigens, dass ich die Augen so zukneife, aber die Sonne lacht mir ins Gesicht. Ex- oder Kelly-Fan? Hier. Wow.
super schön. Da kann ich noch nicht mal mithalten. Ich habe noch ein Schlückchen. Sieht aus wie schwarzer Kaffee. Komm mal her. Gusche sauber machen. Nö. Das ist eine Motte, ne? Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Wir haben eben zu Mittag gegessen. Ich war nämlich den ganzen Tag mit Hele unterwegs. Einmal brauchten wir noch für Heidis Freundin zum Geburtstag Geschenkpapier. Das Wichtigste hatten wir vergessen. Und eine Geburtstagskarte, das haben wir besorgt. Und da das Motto ja Einhorn ist, musste das dementsprechend natürlich auch ein bisschen passen. Was ich ihr schenke, kann ich euch sogar noch zeigen. Denn wenn dieses Video online geht, sind wir schon beim Geburtstag, von daher ist es auch vollkommen egal. Und ich war ganz bewusst mit Motti noch in unseren ortsansässigen Fahrradläden und in Spielzeugläden, weil ja Ostern vor der Tür steht. Und Heles großer, großer Wunsch ist ja ein Fahrrad. Und da brauchten wir noch mal ein paar Details und ließen uns da so ein bisschen fachmännisch unter die Arme greifen. Und das war einfach zauberhaft, Leute. Es war so zauberhaft. So nach 20, 30 Minuten im Laden, die konnte gar nicht mehr aufhören, ist sie da rumgedüst wie so ein Profi. Also ich freue mich schon riesig, wirklich riesig auf Ostersonntag. Da werde ich euch auf jeden Fall auch mitnehmen. Ansonsten hat die liebe Omi während unserer Abstinenz zwei Pakete von H&M angenommen. Und haltet euch fest, beides ist ausschließlich für mich, denn ich passe einfach nirgendwo mal rein. Das ist übrigens noch vom Eis. Also meine Kugel wächst und gedeiht. Der kleine Krümel macht sich schon groß breit. Und ich habe jetzt hier eine Hose an, die ist von Oma. Die ist ja gerade dabei, ein bisschen abzunehmen. Was heißt ein bisschen? Die hat schon richtig viel abgenommen. Und deswegen war ich ganz froh, dass ich jetzt noch zwei Hosen von ihr hatte. Die habe ich auch wirklich nur im Wechsel getragen. Ansonsten hat man eben in Jogginghosen von dem Partner gelebt und auch in seinen T-Shirts. Und deswegen wurde es jetzt an der Zeit, dass ich eben mal meine neuen Sachen, was Umstandsmode angeht, bestelle und gucke, ob da irgendwas mit bei ist. Also ich habe auch alles in zwei, drei Größen, weil das immer sehr, sehr schwierig ist, finde ich, ausgewählt. Deswegen sind halt auch zwei Pakete. Hier haben wir unsere kleine Knutschmaus, die ein bisschen ein Einhängerle hat. Und deswegen darf sie gerade Pause machen, hat sich hingechillt. Vielleicht schläft sie ja sogar gleich noch ein, man weiß es nicht. Was hast du im Spielzeugladen gemacht? Und wie, Leute, wie ein Profi, sag ich euch. Und wie fandst du das? War schön. Wo ist das Bild, was du mit Papa gemalt hast? Zack. Also, das haben wir erstmal gemalt. Das getuscht ist das, ne? Ja. Das haben wir auch gemacht. Zeig mal. Oh, du bist echt eine Künstlerin. Es ist immer noch Heles Leidenschaft. Aber wo ist denn jetzt das tolle Bild für den Osterhasen, mein Schatz? Weiß nicht. Da. Habe ich ein Äffchen drauf gemalt. Du hast ein Äffchen drauf gemalt? Und das ist für den Osterhasen. Wünschst du dir denn ein Äffchen oder was wünschst du dir? Ein Äffchen und ein Fahrrad. Ein Äffchen und ein Fahrrad. Na, ich bin ja gespannt, was der Osterhase davon umsetzt. So. Jo, würde ich sagen, gleich am Anfang die sexy Schlubber. Und eigentlich hoffe ich, dass die Latzhose noch mit dabei ist, denn als ich auf Kaufen geklickt hatte, stand natürlich wie eh und je, dass einige Artikel denn in der 30-Sekunden-Challenge quasi schon wieder ausverkauft waren. Und ich glaube, ja, die wird nicht mit dabei sein. Das hätte ich, glaube ich, schon gesehen. Naja, ich guck mal. Ich habe jetzt erstmal alles rausgepackt und ich glaube, man kann sehr gut erkennen, was ich am dringendsten brauche, nämlich Hosen. Einmal Jeanshosen in jeglichen Farben und hier habe ich dann noch Jogginghosen und Leggings und das Rote hier hinten, das sind Badeanzüge. Genau, und dann habe ich da, glaube ich, noch mal einmal T-Shirts. Das ist jetzt aber nicht das Wichtigste. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall kurze Hosen mit dabei und ein Rock sollte eigentlich auch dabei sein. Ich glaube, das ist das hier, genau. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Und ja, ich habe 40 und 42 gewählt, denn am Anfang habe ich schon mal eine Bestellung aufgegeben bei H&M und habe alles in 36, 38 bestellt, was normalerweise so meine Hosengröße ist. Und es hat
wirklich nichts gepasst. Deswegen, ich brauche mir da nichts vormachen. Ich habe euch ja schon vorgewarnt, da ich nur im Essensflash bin, werde ich aus dieser Schwangerschaft rauskugeln. Und deswegen habe ich einfach die größeren Größen gleich genommen und der Bauch wird ja nun mal auch nicht kleiner. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass was passt, damit ich endlich wieder Hosen habe, die bequem sind. Denn die sind zwar groß genug, da passen meine Schenkelchen und alles rein, aber die rutscht halt auch oben. Also das ist irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes eben. Die Stunde der Wahrheit. Ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal ein schlichteres T-Shirt angezogen, also ein schwarzes, weil ich finde, schwarz passt zu allem. Und das Wichtigste, damit habe ich angefangen, nämlich die Jogginghosen. Das ist jetzt Größe M. Bin ich ja ganz froh. Und der Bauch passt auch gut rein. Guckt euch mal an, was ich schon für eine Murmel gekriegt habe. Das ist doch unglaublich, oder? Wo soll das hinführen? Das ist so geil, Leute. Das ist so ein geiles Gefühl. Jetzt habe ich aber ein bisschen Angst, dass ich mich vielleicht doch verkalkuliert habe mit 40, 42. Ich meine, ich habe gut Beine schon bekommen und vor allem auch Po. Ey. Ich habe so einen Hintern gekriegt. Aber gut, wollen wir mal nicht jammern jetzt, ne? Da müssen wir jetzt durch. Was kommt, das geht auch wieder. Ich weiß noch nicht, ob mir ja die Farbe gefällt. Also die Farbe schon, aber als Jogginghose. Ich bin ja mehr so ein Grau- und Blauträger unten. Ja, ich weiß nicht. Ich muss mal gucken. Oh Gott, Leute. Aber ich habe auch momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, egal was ich anziehe, ich fühle mich in allem unwohl. Das ist so krass. Ich mag mich in nirgends leiden, egal was es ist. Aber das ist irgendwie, ich mag das Muster. Anker finde ich immer schick, weiß, passt auch zu einem. Das ist jetzt Größe L, aber irgendwie sieht das auch aus wie so ein Schlafoberteil, oder nicht? Und was ich auch gar nicht mag, ist hier diese komische Schnittnaht. Das sieht ganz merkwürdig aus hier auch. Nee, ich muss jetzt einmal auf Oma warten. Die will jetzt hier meine Modenschau mitsehen, aber ich meine, die Murmel wächst noch. Aber hier, das muss doch auch trotzdem irgendwo alles ein bisschen Hand und Fuß haben, oder? Schwierig. Schwierig. Guckt mal, was sie mir doch mitgeschickt haben. Das sah aus wie eine normal verpackte Hose. Und Motti ist auch gleich an ihren Schrank gegangen. Guck mal hier, stell dich mal neben Mama. Können wir im Partnerlook gehen? Wie cool ist das denn bitte? Aber ich glaube, oder auch Omi, die macht hier die beste Beratung gerade. Die werde ich mir, glaube ich, in einer Nummer größer kaufen. Sonst wird die nicht lange halten. Aber die Farbe finde ich schöner. Ganz viele tragen ja auch immer diesen hellen Waschton. Ich mag das Dunkle irgendwie lieber. Die ist süß, ne Omi? Richtig klasse. Ganz goldige schwangere Mama bist. Oh, Omi. Aber hier fühle ich mich auch richtig wohl drin. Zu Heidis Schwangerschaft habe ich keine Latzhose gekriegt. Irgendwie, da hat mir nichts gefallen. Nichts. Nada. Mit H&M bin ich jetzt durch. Jetzt wollte ich euch nochmal schnell zeigen, was wir für Geschenke gekauft haben. Das Allerwichtigste hatte ich die Tage vergessen, das Geschenkpapier. Also wir haben zu Hause zigweise, aber natürlich kein Einhorn. Und zur Einhornparty gehört natürlich auch das passende Geschenkpapier. Aber leider war dieses hier das einzige, wo wenigstens ein paar drauf waren. Wir waren bei DM, bei Rossmann, in diesen Schnickschnackläden, in den Einkaufszentren. Könnt ihr vergessen, war nichts. Hätte ich nicht gedacht. Dann hat Mutter diese zauberhafte Geburtstagskarte ausgesucht. Auch da waren wir natürlich auf der Suche, irgendwas mit Einhörnern zu finden. Keine Chance. Aber ich finde, sie hat hier auch guten Geschmack bewiesen, wie bei allen Anlässen. Das darf sie ja immer machen und ich finde die wirklich richtig schön. Dann das erste Geschenk, was ich besorgt habe bei Thalia, fand ich total passend. Denn die kleine Milana steht zurzeit wohl extremst auf Einhörner. Mein immer wieder Stickerbuch Einhörner, das fand ich total süß. Da sind halt logischerweise zigweise Einhörner-Sticker drin, die sie hier und da überall reinkleben kann. Ich glaube, das ist für Kinder immer total der Spaß. Und das hier ist das Hauptgeschenk, magischer Einhorngarten, Pflanzen und Spielen. Ich fand das so cool und vor allem natürlich auch passend. Haltet euch fest, ich, die sonst immer kurz vor 12 erst alles besorgt, wie an Weihnachten. Ich habe das bestimmt schon locker 1-2 Monate hier liegen. Ich versuche euch mal den Shop unten zu verlinken. Da habe ich noch nie was gekauft, aber beim Rumstöbern bin ich drauf gestoßen und fand das voll die coole Idee. Da sind wohl so kleine Saaten drin und dann kann sie das jeden Tag gießen und eben auch beobachten, wie das Ganze wächst. Und das Ganze dann wohl auch schneiden, so wie ich das verstanden habe. Gucken wir doch einfach mal beim Inhalt. Da, ein Päckchen Grassamen. Also habe ich es ja doch richtig verstanden. Und das ist ja wohl das Allercoolste. Da ist Feenstaub mit bei.
Und hier sehe ich jetzt auch gerade bunter Deko-Kies für den Pfad. Also total süß gemacht. Feenfiguren, Einhornfiguren, wie das Ganze eben schon sagt, Pflanzen und Spielen. Ich glaube, da hat sie eine schöne, schöne Beschäftigung mit. Und es ist halt mal was ganz anderes. Ich glaube, die kleine Maus wird sich darüber sehr freuen. Und dieses Geschenk ist dann für meine Freundin und gleichzeitig für die Mama von Milana. Die hatte nämlich vor ein paar Tagen Geburtstag und die liebt dieses Parfüm hier von Calvin Klein, dieses Euphoria. Und das habe ich auch, haltet euch fest, vor einigen Wochen schon gekauft, denn ich habe irgendwie 10% Rabatt oder so gehabt und da musste ich einfach zuschlagen, weil ich wusste ja, der Geburtstag steht bevor und ich glaube, die wird sich riesig freuen. Dann hatte ich vorhin überlegt, ob ich schnell noch losflitze und zwei Blumensträuße hole, aber ich mache das jetzt doch lieber morgen, weil die kleine Milana bekommt einen und meine Freundin natürlich, aber ich finde es irgendwie besser, wenn es frisch ist und deswegen mache ich das, bevor ich denn zum Geburtstag mit Motti fahre. Aber ich werde jetzt schon mal alles in Sack und Pack einpacken, die Karte schreiben, dass man das nur noch ins Auto tragen muss und jetzt passt auf, das muss ich euch unbedingt noch zeigen. Könnt ihr euch daran noch erinnern, das war Haleys Halloween-Outfit, ihr Einhornkleidchen und das möchte sie unbedingt morgen ihrer Freundin zeigen. Dazu gehört noch ein Haarreif mit so einer Einhornspitze dran. Das ist jetzt aber irgendwo in der Spang- und Zopfgummischachtel. Aber ich finde das so süß. Es ist ein bisschen zu klein, aber so als ja Gag oder zur Freude. Sie hat natürlich noch was anderes mit. Wird sie das morgen anziehen? Sie freut sich riesig darüber. Seit 2 Wochen gibt es sowieso kein anderes Thema mehr als diese Einhornparty. Deswegen mega praktisch und ich kümmere mich jetzt hier drum und dann, ja, geht's weiter. Omi und Haley bereiten jetzt das Abendessen vor. Wir waren jetzt die ganze Zeit noch auf dem Spielplatz. Und jetzt heißt es gleich noch essen und dann geht's für Hele ab in die Kiste. Und ich hoffe so sehr, dass ich nicht mit einschlafe, wie gefühlt die restlichen anderen Tage zurzeit. Ich weiß nicht, ich bin abends total platt und wir hören ja Hörspiel. Und ja, ich habe das Gefühl, ich schlafe eher als Motte. Aber ich versuche auf jeden Fall dagegen anzukämpfen. Und vor allem hoffe ich, dass Motte einschläft. Denn es ist grundsätzlich so, wenn irgendwas Besonderes nächsten Tag ansteht, und das ist ja nun mal Milanas Geburtstag, dann hat sie Schwierigkeiten einzuschlafen, weil sie so aufgeregt ist. Deswegen, ich hoffe, das geht alles gut und ich habe schnell Feierabend. Und hoffe noch mehr, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Ich glaube, es ist ein sehr langer Vlog geworden, weil es eben 2 Tage gewesen sind. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir einen Daumen nach oben bekommen, wenn ihr wieder kommentiert. Ich danke euch von Herzen für euren Support und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht es gut und bis dann. Tschüss.